Mut und Roshi, Krillin und die anderen treffen ein. Ja, was haben die denn zu sagen? Piccolo erzählt ihnen alles von Raditz Tod, den anderen Saiyajin und was Son Goku zugestoßen ist. Freunde, dementsprechend begrüße ich euch auch recht herzlich zu diesem Part. Wir sind eben, ja, ihr wisst, was jetzt gerade abgeht. Das ist so ziemlich alles. Oh, haha, Goku war schön. Weißt du, oh mein Gott, Krillin, weißt du, sterben ist viel schlimmer als ich dachte. Alter, diese Worte Gänse, ich hab die Worte vergessen nach all den Jahren. Und dass ich das jetzt so wieder erleben kann, ist richtig genial. Ah, weißt du, sterben ist schlimmer als ich dachte, dieser Goku, Alter. Ah. Roshi juckt's einfach nicht, der ist einfach da. Was geht jetzt? Er ist weg. Ich hätte Gott hat etwas damit zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn Gott etwas damit zu tun hat, brauchen wir uns wohl keine Sorgen zu machen. Wir müssen Dragon Balls besorgen, Gott besitzt nicht die Macht, einen Toten wiederzubeleben. Unser Sohn kommt erstmal mit nur mit Bootcamp. Ja, ja. Das ist ein Scherz, oder? Nee, nee, ist kein Scherz. In einem Jahr sehen wir uns wieder. Wir müssen ihn trainieren. Mit einem richtigen Lehrer jetzt an der Stelle. Wir machen einen Mann aus ihm. Genau, dieses Piccolo, Alter. Perfekt. Mal Boy Piccolo. Ja, yeah, auf jeden Fall. Piccolo kannst den Output behalten, mein Sohn. Dir vertraue ich in der Hinsicht. Oh! In der Zwischenzeit auf einem weit von der Erde entfernten Planeten. Tja, damit wäre Raditz wohl abgekratzt. Dieser Versager lässt sich von solchen Schwächlingen besiegen. Ich kapiere nicht, wie sich ein Krieger seines Kalibers so leicht fertig machen lässt. The Legend SpongeBob Szene. Von Vegeta. Raditz, dieser Miskerl hat es geschafft, sich umbringen zu lassen. Ja, er war schon immer eine Enttäuschung. Na, schau, okay, ich lasse es. Aber ich muss zugeben, diese Dragon Balls interessieren mich sehr. Sie werden also einen billigen Wunsch, richtig, Vegeta. Das heißt, ne? Ah, wie geil. Alles klar, auf geht's. Dann Raditz wiederbeleben? Nee. Bring mich zum Lachen, diese Klette brauchen wir nicht mehr. Typisch Vegeta, Alter, Marboy. Wir können uns ewige Jugend wünschen und Sterblichkeit. Kannst du dir das vorstellen? Dies könnte uns aufhalten. Klingt gut, ich bin dabei. Aber von den beiden brauchen wir Dokkan und LR, Freunde. Genau so von dieser Pose. Free to play von mir aus gerne. Wir sind von der Aussicht, mit Hilfe der Dragon Balls Unsterblichkeit zu erlangen. Machten sich die beiden Saiyajin auf den Weg zur Erde. Oh, wie geil das aussieht. Das gefährliche Saiyajin-Duo macht sich auf den Weg in Richtung Erde. Inzwischen gesellte sich Son Goku, der im Kampf gegen Raditz gestorben war, am Eingang zum Jenseits zu Gott. Ah, was geht ab, my boy? Jetzt. Hi, ich bin's Goku, ich bin gestorben. Und deshalb habe ich ihn in diesen Zustand hergebracht, um ihn weiter zu trainieren. Hüte der Erde, Gott. Dann. Und darum bitte ich dich in aller Bescheidenheit, Emma Dayo, ihm eine Audienz bei Meister Kaio zu gestatten. Du wolltest also diese Seele, die sich auf dem Weg in den Himmel befindet, über den nördlichen 1 Million Kilometer langen Schlangenpfad schicken, damit sie Meister Kaio treffen? Richtig, Emma Dayo. In der Tat. Also gut, dann soll's aufbrechen. Ja, ja, in den letzten so und so vielen Jahren hat es niemand geschafft, da hinzugehen, aber ich bin Goku, ich schaff das. Ist ein Typ namens Raditz vorbeikommen? Ja, und natürlich haben wir ihm gleich einen Platz in der Hölle reserviert. Hat einen guten Kampf geliefert. Auf jeden Fall, er ist gerade lautlos abgetreten, aber ich habe das hinbekommen. Nee, er musste ziemlich stark sein. Du wurdest also mit ihm losgeschickt. Ich bin der große Enma Dayo. Ich habe eine Position inne, die über dem Wächter der Erde steht. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du irre stark bist, oder? Anscheinend verstehst du nicht, was ich sage. Natürlich bin ich stark. Aber mir dient nicht nur meine Stärke. In dieser Art von Führungsposition braucht man Köpfchen. Okay. Was für Position, mein Boy? Klein, was? Ein Quiz? Oh, mein, ja, was für ein Quiz? Okay, let's go. Warum hast du nicht gleich gesagt? Aber egal, fangen wir an. Ich lasse dich da was durch, wenn du alle meine Fragen nicht beantworten kannst. Okay. Frage 1. Wohin wurde Raditz geschickt? In die Hölle. Richtig. Das stimmt. Er hat oft genügend Planetenchaos angerichtet, um sich einen Platz in der Hölle zu verdienen. Nächste Frage. Frage 2. Wer ist stärker, Enma Dayo oder Gott? Enma Dayo. Genau das. Richtig, natürlich. Ich bin viel stärker. Stimmt's, Gott? Ja, du bist stärker. Wärme. Nächste Frage. Frage 3. Über wen wird hier nach dem Tod gerichtet? Nur über Erdlinge. Über alle. Über alle, die herkommen. Nächste Frage. Gibt es einen Weg, diejenigen zurückzuholen, die schon gestorben sind? Oh ja. Oh ja, mein Freund. Genau deswegen sind wir hier. Nervigen Dragonballs, sagt er. Ich hasse die Dinger. ja, Gott kann das nicht erläutern. Welche Frage ist das? Die 5. mein Freund.
Bitte? Tut mir leid, aber das ist falsch. Überlegst du dir, vorne steht Goku. Ist die Frage tatsächlich, die Antwort tatsächlich falsch? Hä? Hä? Das ist die fünfte Frage, mein Freund. Ja, 1, 2, 3, ja, kann ich zählen, ne? Das war die fünfte Frage, Test bestanden. Jare, jare. Überlegst du, überlegst du gut, was du machst, wenn der Boy Goku vor dir steht. Lol. Das reicht jetzt, bitte zu Meister Kaio. Danke. Einmal da, ja, sorry. Ist doch viel besser. Also, wir trennen unsere Wege, viel Glück, Son Goku. Danke, ciao. Ah, den nehme ich auf jeden Fall auch noch an. Und dann gehe ich mal straight zu my boy, Meister Kaio. Wow, wow, wow. Jetzt sind wir auf der Erde wieder. Hallo? Ah, Piccolo und Gohan. Lol, wie Gohan einfach rumliegt, Alter. Der hat keine Ahnung, was jetzt... Oh mein Gott, der hat keine Ahnung, was Piccolo mit ihm machen wird. Wer bist denn du? Ich bin der Piccolo. Oh, hui, warte mal. Ich bin nicht mehr Goku hier in der Schiene. Oh, auf, Junge, hier kommt die Wahrheit. Jetzt, dein Vater ist tot. Nein. Otosan. Hör auf zu heulen. Dein Papa ist ja, der ist draufgegangen. War schön, ja. Aber. Genau das, mein Sohn. Wenn sie die Dragon Balls finden, bin ich wieder am Start. Also, alles gut. Ein Jahr Zeit haben sie. Bin gespannt. Ja. Brauchen auf jeden Fall Hilfe. Müssen jetzt alle trainieren, alle mitziehen. Piccolo ist so brutal einfach. Der hat das. Son Gohans Crashkurs im Überleben. Crashkurs trifft das echt gut, tatsächlich. Oh mein Gott. Kannst du dich gut kämpfen? Das ändern wir. Das ändern wir. Piccolo bringt dich in Form, Gohan. Alles gut, kein Stress. Du musst dir draus allen klarkommen, ohne irgendwelche Ablenkungen. Du kriegst dich einfach Piccolo-like. Batz! Ich gebe dir 6 Monate, wenn du so lange überlebst, dann bringe ich dir das Kämpfen bei. Ich mag den, der hat ein Jahr zum Trainieren, der lässt dann erstmal 6 Monate so einfach raus mit dir. Was übertreibt der 6 Monate? Wieso übertreibt der? 6 Monate! Der Arme. War schön. Ah, oh, der Arme ist am Heulen! So, Hartz IV Gohan Cosplay. ich habe legit einfach nur ein gelbes T-Shirt geholt und dann einen grünen Pulli und drüber gezogen, sodass wir ein bisschen aussehen wie Gohan. Aber, ihr seht sogar ein bisschen durch. Wie witzig, egal, wir machen an der Stelle weiter. Wir sind jetzt Gohan, Gott sei Dank. Also, der Boy Gohan hat halt keinen Geschmack für Klamotten, für einen Greenscreen. Aber ist nicht schlimm, dann einfach durchsehen, kommt alle. Aber ist nicht schlimm, wie gesagt, denn das wird sich demnächst schon ändern. Diejenigen, die Dragon Ball Z geguckt haben, wissen nämlich, was demnächst passiert. Und ja, Gohan, der lässt sich schön Zeit, Freunde. Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Guck mal, der muss 10 Meter laufen und der will einfach nicht rennen. Mate, renn doch, Gohan, please. Ja, Halleluja, Dankeschön. Oh, oh, was geht jetzt ab? Ich bin ganz allein der Arme, Mann. Oh nein, nein, bitte guck mich nicht an, bitte schau mich nicht an. Geh weg, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Kind. Oh mein Gott! Lassen Sie das bitte! Oh oh. Oh mein Gott! Lass mich raus! Ah! Ja, was los jetzt? Rage hier! Rage! Guck mal, am Rangen! Eskalation! Bin irgendwie noch hochgesprungen, Leute. Oh mein Gott. Ah, ich bin jetzt Gohan, ja, für ein paar Parts leider. Aber was soll ich machen? Gehört halt zum Spiel. Der Arme. Und Piccolo, der chillt einfach so. War schön, Piccolo, danke. Kleiner Misswengel. Wurde etwa schon getötet? Ja. Junge, raff dich erstmal ein bisschen, Piccolo. Mach mal langsam hier.
Piccolo Super Angriff Spezialhörspiral ist jetzt verfügbar. Ole, okay, nice. Im Story-Modus freigeschaltete Superangriffe. Wenn du in der Hauptstory vorankommst, erhältst du Zugriff auf neue Superangriffe. Egal, ob du sie durch die Story oder auf einem Trainingsgelände erworben hast, du musst sie in der Superangriffsauswahl festlegen, um sie zu benutzen. Da machen wir das doch erstmal, würde ich sagen. Nein, springen Piccolo. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Charaktere besser gesagt. Piccolo Ma Boy und geben ihn die Höllenspirale. Superangriffsauswahl, Batzfierk und. Da ist das auch. Spezialhöllenspirale. Entfesselt aufgeladenes Ki als vernichtenden Strahl. Hoher Kieferbruch bei hohem Schaden. Ja gut, Freunde, da müsst ihr an der Stelle vor sie nach, wie es Gohan geht. Dein Ernst? Heißt, wir müssen direkt zu Gohan. Bitte fliegen Sie, Piccolo, dankeschön. Dann gehe ich mal ein Highspeed zu Gohan. Piccolo! Wohin? Wow, okay, aber Piccolo total in Rage. Kann nicht mal fliegen. Soll ich direkt zu Gohan, oder? Was geht denn bei der Karte hier? Was ist das hier? Ah, ist ein Dorf wahrscheinlich. Ich gehe mal nächstes Mal schnurstracks zu meinem Boy Gohan und guck mal, wie es ihm geht. Der Boy hat keiner weiß, ey. Einfach. Jare. Das ist also aus dem großen Piccolo geworden. Ja, Piccolo, ja. Komm, oh. Komm, Babysitter spielen. Was zum Teufel ist das für Dinger? Der Junge hat wahrscheinlich gerade alleine von zu tun. Ich muss mich wohl selbst um sie kümmern. Ah, diese Roboter will ich eigentlich so gut es geht vermeiden. Ah, ich muss jetzt ein paar von den. Hallo? Hey. Hey, ich hab Hunger. Hey. Wohin? Alles klar. Ikso. Kommt dran, direkt batchen. Ohne Wenn und Aber. Batz. Kommt alle. Jawollo. Hey. Piccolo, komm schon. Du bist doch fertig, oder? Du dodgest? Ich hab dich im Visier, mein Freund. Easy. Und? Wo ist der nächste? Haha, oh lol, okay. Zu früh gelacht. Zu früh gefreut. Junge, runter mit dir. So, auf dem Weg zu den nächsten sind wir schon. Wir sind schon angekommen. Müssen wir jetzt leider auch zur Seite klatschen. Gehört dazu. Genau, danke. Tschüss. Schnellverlauf, Vorlauf, was auch immer. Damit wir einfach so, guck mal, den machen können. Und dann, upsa. Ah, ich habe keine Kill, oder was? Okay. Schade. Okay. Und den Boy nehmen wir noch mit Schmackes raus. Und zwar. Ikuso! Nice, das war cool gemacht. Jedenfalls, Leute, jetzt Gohan, was ist denn mit dir? Was machst du da? Geht's dir doch gut? Oh, der Arme. Der hat Hunger. Kleiner Ratzwänger, Piccolo, Alter, wir sind so, der ist so brutal. Wir sind immer noch nicht gut genug, um gegen die Saiyajin zu kämpfen. Seine verborgene Stärke ist unsere einzige Hoffnung. Na schön, dieses eine Mal komme ich ihm zu Hilfe. Ah, okay, Piccolo. Sind eigentlich schon 6 Monate um? Ich glaube nicht, Piccolo, ne? Ich glaube nicht. Sieht aus, als gäbe es hier. Ah, sammle ein paar Äpfel für Gohan. Oh, achso, jetzt spielen wir auch noch Apfellieferant. So, hier sollte es einen Apfel haben, hoffentlich. Yes, einen haben wir und der andere ist dann an der Stelle. Da sollte das Ding sein. Richtig. Habe ich noch eins? Hallo? Yes, perfekt. Heißt, wir können wieder rüber zu Gohan. So, Gohan, hier kommt ein Äpfel, mein Freund. Jetzt, Freunde. Jetzt ist es nachts. Oh, jetzt kommt echt eine epische Szene. Guck mal, der arme Gohan. Ey. Alter, der arme. Ich hasse es hier. Ich habe Hunger. Ich will nach Hause. Hier, gönn dir 2 Äpfel, mein Freund. Einfach so Hunger haben und Piccolo, die Legende, bringt einfach 2 Äpfel. Oh ey, jetzt mal Hand aufs Herz. 2 Äpfel, wer wird davon satt? Legit niemand. Niemand. Ziemlich hell dafür, dass nach. Oh ey, oh mein Gott. Ich liebe diese Szenen. Yeah. Ich liebe diese Szene, wenn es zu Great Ape Transformation kommt. Das sieht so episch aus. Guck jetzt. Oh, ich nehme Piccolo, ich kann das jetzt nachmachen, leider. Oh, was ist schon los? Das ist. Oh. Let's go. Was machst du da, Gohan? Gönn dir erstmal. Ah! Oh, wow, das sieht komplett aus. Piccolo, let's go. Ja! Warte mal kurz, was habe ich hier alles denn am Parat? Was ist das? Ah ja, das ist gut, das macht sehr viel Schaden. Gegen, ja, das macht, okay, das spam ich. Ich spam das. Das macht gut Schaden. Mach mal.
Anvisieren. Boom. Ja, easy, das machen wir. Ist das der Spam, Leute? Yes, it is. It absolutely is, Leute. Oh, oh, der schreit mir ein bisschen zu viel. Denkt ihr, einfach mal, wie das machen. Miau. Ja, easy, guck mal. Das sind Tipps und Tricks, Leute. Einfach spammen. Easy going. You know this. Wie viel Kiefer brauchen das? Ah, schon ein bisschen was. Ja, gar nicht schlimm. Easy, Leute. Guck mal, easy. Oh, oh. Keine Key mehr. Und dann geben wir denen noch eine Schelle hinterher. Was? Höllenspirale in sein Gesicht. Rosa, du Fall. Ja, war easy. Ah, guck mal, das sieht so cool aus. Piccolo ist der Stufe 6. Okay, nice. Das hat der legendärste Move. Woher kann er das einfach? Einfach Mond zerstören. Ja, ja, ist ja. Ist ja nicht so weit weg, ne, von der Erde. Die Legende Piccolo, Alter. Einfach Mond zerstören können. Wieso kann er sowas? Ah, der kleine Gohan. Masaka Henshin suru to na Saiyajin no chika. Ja, liegt am Saiyajin Blue Machine natürlich, auch wenn ein Halbsein ist. Shippo mo totte shimasu. Weg mit dem Schweif. Beide, ich find's gut, dass die Schweif übersetzt haben und nicht, ihr wisst schon was. Oh, oh, das ist geil. Das sieht clean aus. Das war cool von Piccolo. Der kann einfach alles so, keiner weiß. Piccolo hat eigentlich so viel Potenzial, ey. Ohne die hätten einfach so gut machen können. In Dragon Ball Super noch so. Naja, der war heftig unterwegs. Das kommt noch alles so, was wir von dem sehen. Sehr geil, okay, nice. Piccolo gegen Son Gohan. Es nehmen wir an. Gut, weiter im Kontext. Piccolo überlässt Son Gohan sich selbst und einige Monate vergehen. Oh. Der Arm hat immer Hunger. Also sieht das wenigstens mal fresh aus. Ja eben, wenn du nur Obst isst, kriegst du spät Hunger. Ich hätte jetzt echt Lust auf Fleisch. Hm, das riecht aber gut. Jetzt geht's auf die Suche nach Fleisch, mein Freund. Suche in einer Umgebung nach etwas Verdächtigem. Hm. Oh, der kann jetzt endlich auch rennen. Oh mein Gott, wie schnell der ist. Etwas Verdächtigem, warte mal. Hier ist doch ein böses im Busch. Hallo. Ah, oh, Yajirobe. Oh mein Gott. Der ist also verdächtig. Ja, doch, auf jeden Fall. Junge, was machst du hier? Entschuldigung. Ja, was? Ja, Jinobi, Alter. Der ist so brutal, Alter. Keiner weiß. Der gönnt sich richtig schön. Ich bin sein Kind, ja. Sohn von Son Gohan. Meister Kyoto Schmarotzer. Das tritt's übertrieben gut. Son Gohan und ich sind enge Freunde. Wir können schon lang. Ach ja? Ja, wenn man Piccolo an der Backe kleben hat, ist schon heftig. Ja, hilf mir mal. Du hast was zum Essen. Bitte gehen Sie was zu essen. Hallo? Ja, ich will essen, bitte. Fleisch gehört dir, ich kann es dir also nicht einfach geben. Im Ernst? Stattdessen zeige ich dir, wie man jagt. Okay, ich bin dabei. Zeigen Sie mir es. Ja, ja. Bitte zeigen Sie mir es. Fang drei Hirsche. Ja, mach ich. Ja, Jirobe, mach ich. Erstmal mein Power-Level abchecken, ja, Jirobe. Einfach nichts. Guck mal, wie klein. So, ich soll Hirsche jagen. Wo sind hier Hirsche? Miau. Hallo? Oh mein Gott. Game, hallo? Schikani,
Hallo? Hallo? Ah, da! Los geht's! Miau! Und noch zwei weitere. Miau! Oh, miau! Oh, miau! Hallo? Lol, dein Ernst? Da haben wir noch ein, zwei Sterne. Komm ran, Junge! Miau! Annehmen! Direkt zu Yajirobe wieder. Jump! Ah, der kann nicht so springen, sein Fahrzeug. Schade. Junge, hier, ich hab Hirsche gefangen. Gönn mal was, bitte. Ich hab Hunger, mach mir, ey, diese Yajirobe. Ja, das wird in Ordnung sein. Du musst jetzt alleine klarkommen. Ja, schätze schon, aber wie macht man die? Wie bereitet man das zu? Du trainierst gerade bei Gott? Der dreams Yajirobe. Der träume bei Nacht ohne Spaß. Ja, Shaguan, wir können leider noch nicht nach Hause. Aber... Ah ja, das Szenenabzeichen von dem Boy Yajirobe. Du hast Yajirobe als Abenteuer-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Board freigeschaltet. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die dir bei deinem Abenteuer helfen. Beteilige dich an dieser Community, wenn du beim Abenteuer mehr TP und Key willst. Oh, okay, interessant. Ich habe jetzt... Okay, das passt. Ich habe Yajirobe da am Start gehabt. Seit Son Gohans Begegnung mit Yajirobe sind einige Monate vergangen. Da fällt Piccolo beim Training etwas Seltsames auf. Wow, 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 wow. Was geht jetzt ab? Die Saiyajin können noch nicht hier sein, aber ich spüre eine gewaltige Stärke, das soll ich mir mal ansehen. Freunde, da ist Böses im Busch. Da ist tatsächlich Böses im Busch. Und was genau es ist, finde den Ursprung der Stärke, die du gespürt hast. Schauen wir uns im nächsten Part an, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you ain't won't be alright.